Wenn du jetzt eine Erwerbsminderungsrente beziehst, darfst du maximal 6.300 Euro pro Jahr hinzuverdienen zu der EM-Rente. Aber dieser Betrag soll schon im kommenden Jahr deutlich ansteigen. Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz und das Thema Erwerbsminderungsrente und Hinzuverdienst ist manchmal so ein bisschen befremdlich für einige Menschen, weil man die EM-Rente ja eigentlich auch nur bekommt, weil man nicht arbeiten kann oder vielmehr, weil man weniger als 3 Stunden pro Tag arbeiten kann. Aber in dieser Formulierung steckt eigentlich auch schon die Antwort auf dieses Dilemma, denn du kannst ja bis zu 3 Stunden am Tag oder 15 Stunden in der Woche arbeiten, ohne die EM-Rente zu gefährden. Und so ist es eben aktuell auch. Du darfst in dieser Zeitphase arbeiten und nur bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe und das sind 6.300 Euro pro Jahr. Jetzt ist aber ein neuer Referentenentwurf veröffentlicht worden und in dem stehen 2 wichtige Informationen drin. Erstens, auch beim Thema vorgezogene Altersrente gibt es Neuigkeiten, was den Hinzuverdienst angeht. Da durfte man ja früher auch nur bis 6.300 Euro pro Jahr hinzuverdienen, sonst wurde die Rente gekürzt. Das war jetzt während der Corona-Pandemie auch schon ausgesetzt. Du durftest ja bis zu 46.000 Euro und ein paar zerquetschte hinzuverdienen, weil man damit Personalengpässen begegnen wollte. Und dieser Betrag wird jetzt erstmal auch für die kommenden Jahre gelten. Und dann wird das Ganze, ich sag mal, institutionalisiert, weil man dann immer die sogenannte Bezugsgröße für die Hinzuverdienstgrenze nehmen wird. Denn diese Bezugsgröße, die liegt momentan bei 46.060 Euro. Woher kommt diese Zahl? Das ist der Durchschnittsverdienst aller Versicherten in der deutschen Rentenversicherung in den alten Bundesländern vom vorvergangenen Kalenderjahr. Aber kommen wir zurück zur Erwerbsminderungsrente, denn hier ist die Neuigkeit noch ein bisschen wichtiger. Hier soll zwar nicht diese Bezugsgröße dann die Hinzuverdienstgrenze bilden, sondern 3/8 von diesem Wert. Im Moment sind das ein bisschen mehr als 17.000 Euro, aber wenn wir das vergleichen zu den bisherigen 6.300 Euro, ist das schon wirklich eine satte Erhöhung. Dieser Wert gilt bei der vollen Erwerbsminderungsrente. Wenn du nur eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bekommst, dann kannst du davon auch nochmal das Doppelte nehmen, was du hinzuverdienen kannst. Aber nochmal, natürlich nur im Rahmen des sogenannten Restleistungsvermögens. Mit voller EM-Rente sind das eben 3 Stunden pro Tag oder 15 Stunden in der Woche. Wenn du hier regelmäßig drüber liegst und die Rentenversicherung das mitbekommt, und das wird sie im Regelfall auch, dann gefährdest du natürlich auch die Rentenzahlung. Falls du jetzt gerade schon eine Erwerbsminderungsrente beziehst, dann interessiert dich vielleicht auch der Übergang in die Altersrente, denn der wird ja irgendwann kommen. Mehr dazu habe ich in diesem Video erklärt. Für heute war es das. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und sage ciao und bis bald.